Grüßt euch! In diesem Video geht es um eine Stage 1 Abstimmung bei einem VW Golf 5 mit einem 1.9er Diesel. Der Motorgenbuchstabe ist ein BLS, also Index B, letzte Ausbaustufe, 1.9er Pumpe Düse mit einer maximalen Leistung von 105 PS bei 4000 Umdrehungen und einem bescheidenen Drehmoment von 250 Newtonmeter. Und das Ganze bei 1900 Umdrehungen. Der Motor gilt als solide und bezüglich Problematik am Grundmotor wie beim BKC oder BXE recht unauffällig. Im Vergleich zu seinen potenteren Vorgängern wie dem ASZ und ARL haben wir hier nicht nur einen kleineren Lader und kleinere Pumpe-Düse-Elemente verbaut, sondern auch der Zylinderkopf, die Nockenwelle und die restlichen Anbauteile sind geändert. Die Steuerung ist auch keine EDC 15 P Plus mehr, sondern eine etwas komplexere EDC 16 U 34 mit einem aktiv geregelten Partikelfilter. Und auch der Kennfeldbereich im Flash ist von 500 KB auf 2 MB gewachsen. Auch das Getriebe ist hier kein MQ350 mit der großen 240er Kupplung, sondern nur ein kleines MQ250 mit der 228er Kupplung, weswegen ich hier bei der Applikation mit dem Drehmoment limitiert bin. Ich erkläre euch jetzt, wie ich bei einer Abstimmung vorgehe, wenn das Fahrzeug bei mir vor Ort abgestimmt wird. Ich habe dafür einen festen Prozess etabliert, der aus 5 Phasen besteht. In der ersten Phase kläre ich in einem persönlichen Gespräch über die verschiedenen Optionen der Applikation auf und gebe Infos zum Ablauf des Tunings. In der zweiten Phase führe ich eine Sichtprüfung aller wichtigen Baugruppen am Fahrzeug durch, schließe meine Diagnostik ans Fahrzeug an und lese den Fehlerspeicher und erfasse während einer Lokfahrt alle relevanten Vitalparameter. In Phase 3 werte ich die aufgezeichneten Daten und Messwerte aus und lege eine Strategie für Drehmomentverlauf und die maximalen Werte wie Ladedruck, Momentenverlauf, Förderbeginn und so weiter fest. In der vierten Phase lese ich den Datenstand aus der ECU, identifiziere alle notwendigen Kennfelder in WinULS und berechne die Parameter neu und kalibriere anschließend alle Kennfelder neu. Im letzten Step schreibe ich meinen neuen Datenstand ins Steuergerät und prüfe die Umsetzung aller neu erhobenen und berechneten Parameter am Fahrzeug. So, im besten Fall passt alles und meine Arbeit ist beendet. Wenn nicht, springe ich erneut zu Step 4 und drehe so lange Schleifen, bis alles meinem Anspruch entspricht, Kennfeldbearbeitung auf OEM-Niveau abzuliefern. In dem Fall war das Fahrzeug top gepflegt, hatte keinen Wartungsstau, verhältnismäßig wenig Kilometer auf der Uhr und das hat sich bereits bei der Erfassung der Vitalparameter im Serienzustand gezeigt, weswegen sich das Ergebnis sehen lassen kann. Hier hat der erste Schuss sofort gepasst. Ich habe das Momentenmodell, das während einer Lokfahrt rausgefahren wurde, in mein Excel-Tool übertragen und wie ihr seht, konnte hier eine Leistung von ca. 138 PS und 310 Newtonmeter realisiert werden. Das maximale Drehmoment wurde auf 2500 Umdrehungen gelegt, sodass ZMS, Kupplung und Getriebe keinerlei Schaden zu befürchten haben. Auf ausdrücklichen Wunsch habe ich ein Leistungsplateau zwischen 3500 und 4250 Umdrehungen umgesetzt. Im Drehmomentdiagramm links unten kann man deutlich den Drehmomentzuwachs übers gesamte Drehzahlband sehen. Das Fahrzeug fährt nun deutlich agiler und Überholvorgänge meistert der Golf nun wesentlich souveräner. In den beiden letzten grauen Zellen sieht man das Delta zwischen Serie und Stage 1 bei 3000 Umdrehungen ein Drehmomentzuwachs von 80 Newtonmeter. Das merkt man. Zum Schluss noch ein kleiner Einblick im WinULS. Insgesamt habe ich knapp 100 Kennfelder angepasst. Die Förderdauer,
die Rauchbegrenzung, den Förderbeginn, Talk-to-IQ-Conversion, Lambda-Maps, die Ladedruckregelung, den Fahrerwunsch, Talk-Limiter selbstverständlich und vieles mehr. Und natürlich wurde der Bauteilschutz optimiert. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Fleißig liken, teilen, kommentieren und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.